Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Adi. Immer noch bei Deutsch, dritte Klasse. Und wir gucken uns die nächste Geschichte an, die da heißt Paul und Tamara. Wähle das passende Wort. Ja, das passende Wort wäre, Tamara erschreckt sich fürchterlich. Das sollte nicht sein. Sollte nicht sein, okay. Ganz richtig. Eine spannende Geschichte. Paul jammert, Tamara ist gemein. Ach, doch, richtig los, schwer, richtig los. Schwer. Schnell steckt... was? Rutscht sie damit davon? Springt sie damit? Rennt sie damit davon? Ach, los, ja, sie hätte auch schnell davon springen können. Ne? Das wäre ja auch möglich gewesen. Sieht also aber nicht so aus. Paul und Saura, Tamara... fängt an zu weinen. Oh, okay. Gut, dann fängt der Kamera an zu weinen. Und plumps, da landet der Ranzen im Bach, der unter dem Hang entlang schlängelt. Was? Nein, nicht ganz. Welches Wort ist sinnvoll? Liebes Spiel, schlängelt wäre richtig gewesen. Man darf tatsächlich schlängelt sagen. Das ist ein Bild, ja, das kann man sagen, ne? Der Bach schlängelt dem Hang entlang. Unter dem Hang entlang schlängeln. Ja, ein Bach oder ein Fluss kann schlängeln. Ne? Also, schlängelt wäre genauso richtig gewesen wie fließt. Also, wer das ein Lehrer ankreidet, wird schon kritisch. Keine Fragen mehr zu dieser Übung. Also ich sehe da, dass ich da 5 Punkte drin hatte. Du bist echt stark. So, Lügengeschichten. Und noch ein paar Punkte mehr. Was waren das davor? Waren das keine Lügengeschichten? Und wieder hast du ein ganzes Unterkapitel richtig gelöst. Ja. Weiter so. Ich gebe mein Bestes. Jetzt kümmern wir uns um die Lügengeschichten. Wie kann der Satz richtig heißen? Vorigen Herbst verlor ich meinen Handschuh. Warum verliert man im Herbst seinen Handschuh? Die braucht man doch erst im Winter. Ah, egal. Das kommt da vorne. Da kam ich und... an eine Schlucht und guckte hinein. Ja, das würde passen. Wunderbar. Applaus, Applaus! Guten Tag. Nee, falsch. Hey, nahm ich meinen Hut und sagte guten, ist das ein Komma? Hoffentlich. Tag, meine Herren. Okay, ist richtig, okay. Sehr gut. So, und warum ist das jetzt eine Lügengeschichte? Also, da fand ich die Geschichten davor schon deutlich schwachsinniger. Egal, das da kommen wir ja zu Beginn. Da ging ich ihn suchen, bis ich ihn fand. Vollkommen korrekt. Ich verstehe es. Verstehe die Obergeschichte noch nicht. Also das Thema noch nicht. Was hat das mit Lügengeschichten jetzt zu tun? Sie... sollten heute fertig werden, dass ich sie morgen anziehen kann. Ja. Hey, klicke die... Richtig? Okay, ist richtig. Keine Ahnung, was der Satz mir aussagen möchte. Ich weiß ja nicht mal, was fertig werden soll. Handschuhe, Hosen. Keine Frage mehr zu dieser Übung. Ja. Hervorragend. Ich bin jetzt etwas perplex.
Ich habe keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir wollte. Zusatzpunkte, aber redlich verdient. Bin ich mal Kann's gespannt, was die weitergehen? anderen Lügengeschichten sind. Ob das auch wieder irgendwas kontextloses Lügenmärchen. Mal schauen. Wobei Märchen ja immer Spitze Lügen jetzt sind, die aber egal. Ohren, während ich dir eine Geschichte erzähle. Später werde ich dir einige Fragen dazu stellen. Okay, was hat Wie das? kamen die Kerle? Aber was hat das jetzt mit Lügen zu tun? Na, egal. Lesen wir die Geschichte? Lügenmärchen. Ich lese die Geschichten. So. Lügenmärchen. Es wollten drei Kerle einen Hasen fangen. Sie kamen auf Krücken und Stelzen gegangen. Der eine konnte nicht hören, der andere war blind, der dritte stumm, der vierte konnte sich nicht rühren. Ah, verstehe, was mit Lügen zu tun hat. Nun will ich euch singen, wie es geschah. Der Blinde zuerst den Hasen sah im Feld geschwind hertraben. Der Stumme rief den Lahmen zu, da fasst ihn der am Kragen. Was? Hiermit will ich meine Lied beschließen, sollt es die Leut gleich verdrießen und will nicht länger lügen, in meinem Land sind die Fliegen so groß als hierzuland die Ziegen. Gekürzt entnommen aus das große Lalula. Ja. Ich habe die Geschichte aber auch schon mal gehört, kann mich aber überhaupt nicht erinnern, wo ich sie gehört habe. Egal. Wie kamen die Kerle, um den Hasen zu fangen? Sie sind auf Krücken und Stelzen gegangen. Sehr gut. Ja. Das Ganze nennt sich Lügengeschichte. Das ist nicht verständlich, das passt gut. Ja. Ja, egal. Was ist das für eine Frage? Hatte ich ja schon mal sowas angesprochen. Fragenkompetenz, Quizkompetenz. Also dafür brauchst du nicht mal. Wie nennt man jemanden, der nicht hören kann? Ja, der ist taub. Der ist taub. Applaus, Applaus! Ja, der Affe findet die Lügengeschichte auch sehr lustig. Wer rief dem Lahmen laut Text etwas zu? Natürlich der Stumme. Sonst wäre es keine Lügengeschichte. Vollkommen korrekt. Es gibt Menschen, die sich nicht rühren können? Ja, sie heißen Lahme. Vollkommen korrekt. Ja, stimmt, genau. Gelähmt. So, das war's. Die Übung ist fertig. Ja, das, okay, das zweite habe ich verstanden, was das mit der Lügengeschichte auf sich zu tun hat, aber das erste. Jetzt hast du dir die Zusatzpunkte aber redlich verdient. Das erste verstehe ich nicht. Wow, wie ich sehe, hast du hier eine wahre Glanzleistung geliefert. Die nächsten Übungen solltest du genauso gut lösen. Ja, das sehen wir doch erstmal. Was sind die nächsten Übungen? Fabeln und Sprachspiele. Was haben wir denn bei Fabeln? Die Katze und der Hahn. Lies die Geschichte im Ah, Geschichte wieder lesen. Okay, alles klar. Die Katze ja, und ich mach das. Oh Gott, das ist eine lange Geschichte. So, die Katze und der Hahn. Eine Katze, der ganz elend war, voll Hunger, begegnete einem Hahn. Gockel, du bist des Todes, sagte sie. Die Menschen leiden es nicht länger, dass du sie jeden Morgen mit deinem Geschrei aus dem süßen Schlaf reißt. Sie wollen endlich Ruhe haben. Da fehlen die Anführungsstriche, deswegen war ich voll irritiert. Da irrst du, Katze, widersprach der Hahn. Die Menschen, das schon wieder, die Menschen haben mich eigens dazu bestellt, dass ich sie am Morgen zu den Geschäften rufe. Wenn ich sie nicht weckte. Nein, ich. Wenn ich sie nicht weckte, werden sie ihre kostbare Zeit verschlafen und wären mir sehr böse. Die Katze, die auf diese Widerrede nicht vorbereitet war, meinte hierauf: Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb du sterben musst. Ein widerlicher Kerl bist du. Was ist das für ein Betrieb, in dem so viele Frauen sind und nur ein Mann? Ja, wieso fordert da keiner hier Gleichberechtigung? Ja, das finde ich sehr gut. Nein. Der Hahn aber sagte, es ist gar kein Grund, mich zu beschimpfen. Die Natur hat es so gewollt und die Menschen auch.
So bekommen sie viele Eier. Die Katze erwiderte: Entschuldige dich so viel du willst, ich habe Hunger, und verzehrte den Hahn. Aesop. Ja. Okay. Ja, er verteidigte sich mit guten Gründen. Ne? Ja, wobei, Frage, ob es ein guter Grund ist. Die Katze hat jetzt keine Idee mehr, doch, sie sucht nur einen Grund, um den Hahn zu töten. Nee, sie sucht ja gar keinen Grund mehr, um den Hahn zu töten, sie tötet ihn ja einfach. Also ist beides nicht richtig. Vollkommen korrekt. Ja. Der Hahn hat eine Antwort bereit. Sein Handel ist nützlich, damit keine kostbare Zeit verschwendet wird. Er zeigt ein schlechtes was? Ach so, auf die. Oh, ich war schon wieder am Ende der Geschichte. Das ging nur zu Beginn der Geschichte, wo man immer Kikiriki macht. Die Katze sagt, dass die Menschen morgens nicht mehr vom Hahn geweckt werden wollen. Warum? Sie sucht einen Grund, den Hahn zu töten und zu fressen. Oder sie will selbst wieder geweckt werden, weil Katzen schlafen ja auch schon sehr viel. Ich glaube, 2/3 des Tages. Ich meine, der Mensch knapp 1/3, je nachdem, manche auch weniger, manche mehr. Die Katze mag bei ihrem Handeln etwas fühlen, was? Sie hat den Kampf in jeder Hinsicht gewonnen, sie ist sprachlos und fühlt sich bei ihrem Handeln nicht wohl. Was? Hä? Also, ausnahmsweise gucken wir gerade in die Geschichte rein. Die Katze und der. Also, sie fühlt sich nicht wohl, weil sie Hunger hat. Ja, gut, aber. Das ist ja. Hä? Ja, sie hat den Kampf in jeder Hinsicht gewonnen. Der Hahn ist tot, würde ich sagen. Das ist falsch. Bullshit. Noch mal genau. Erzähle die Geschichte mit deinen Worten. Hahn ist tot. Ich glaube nicht, dass der Hahn gewonnen hat. Und die Katze ist das scheißegal. Also, wieso sollte sich die Katze bei ihrem Handeln nicht wohlfühlen? Die hat ja Hunger. Bullshit. Ich sage Bullshit. Bullshit, sage ich. So, das war's. Die Übung ist fertig. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas, ja. Super. Nicht und eindeutig ein beantwortete Frage. Mehr? Na gut, machen wir weiter. Also, man muss ja sagen, das Spiel, das muss ich ja kurz sagen, dass hier steht ja abgestimmt auf die Lehrpläne der Schulen Deutsch. Ja, also gut, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr. Aber damals. Okay, da war ich noch nicht so jetzt alt. Jetzt ist es dafür. Aber allerhöchste Zeit, etwas auszuwählen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Fragen so in der Schule hätten gestellt werden können. Naja, die Tanne und der Brombeerstrauch. Suche das passende Wort. Du tust mir Unrecht, dass du neben mir stehen und mich bewundern musst. Tust mir gut, tust mir leid, tust mir Unrecht, tust mir leid. Okay, stimmt immerhin. Keine Ahnung. Hervorragend. Ich kenne die Geschichte ja nicht mal. Ich kann sie mir auch nicht nachlesen. Wie nützlich bin ich doch den Menschen. Ach doch, ich glaube, ich habe die schon mal gehört. Wie freundlich bin ich oder wie schädlich? Wie nützlich bin ich doch den Menschen? Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal gehört. Hervorragend. Das kommt mir zumindest bekannt vor. Du hast recht. Schwätzte der Strauch, antwortete der Strauch. Antwortete, wollte ich sagen, oder? Okay, passt immerhin. Hervorragend. Nun, du jedoch bist zunächst zu gebrauchen. Ja? Warum zum Strauch? Na egal. Wobei, Brombeerstrauch gibt ja Brombeeren. Hä? Wäre es dir dann nicht angenehmer, ein Strauch zu sein und keine Tanne? Oder hä? Angenehmer? Okay, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wer was zu wem sagt. Aber wir haben immerhin hier das Ding geschafft. So, das war's.
Die Übung ist fertig. Ja. So, hier unten haben wir noch die Ja, Sprachspiele. super Leistung. Sehen wir uns deinen Punktestand Ja, an. der ist 78. Was haben Was wir? für ein Talent. Ja. Dieses Unterkapitel konnte dir wirklich nicht Ja, widerstehen. natürlich nicht. Alle Fragen richtig. Ja. Was ist als nächstes Ja, dran? die Sprachspiele. Was es im Zirkus alles gibt. Ja, gehen wir erstmal da rein. Was siehst du auf dem Bild? Also, ein Clown. Turnt, läuft. Auf Stelzen, ein Menschenmaul. Auf einem. Bildet, macht, turnt. Turnt er? Ja, er turnt, wollte ich sagen. Ist das ein Clown? Das ist ja kein Clown. Ein Artisten, die Artistengruppe. Hunde, die Artistenfrau. Die Radkünstlerin. Okay. Hätte auch eine Artistin sein können, von daher. Gibt es den Begriff Radkünstlerin tatsächlich so? Ist spezifisch? Was ist das? Das ist aber jetzt ein Clown. Ja. Der Clown. Ein Clown. Auf Stelzen. Läuft auf Stelzen. Ja, okay. Genau. Oh, da habe ich übersprungen, tut mir leid. Das hier sind drei Clowns und sie spielen lustige Musik. Passt, okay. Ich Volltreffer. meine, wir sehen nicht mal, dass lustige Musik ist, weil keiner lacht. Okay, der hier hat so ein bisschen oben vom Mundwinkel. Das ist eine Artistengruppe. Die Artistengruppe bildet eine Menschenmauer. Ja, eine Pyramide. Aber okay. Sehr gut. Was ist das? Zauberer? Der Clown, die Artistin, der Jongleur, ein Elefant, Zirkusdirektor. Ja, keine Ahnung, was ist denn das? Egal. So. Er reitet, so. Aber wer ist denn das? Zirkusdirektor? Die Artistin? Der Jongleur? Das könnte ja jeder sein. Sagen wir mal, das ist die Artistin. Oh je, ich glaube, das ist falsch. Ja, woher soll ich denn wissen, was es denn sonst ist? Ich meine. Schau dir das Bild noch mal genau an. Hä, wo soll, hä? Woran soll man bei dieser Person daran erkennen, dass es ein Clown ist? Ich meine, es gibt ja so einige so sehr clownspezifische Merkmale. Das ist für mich kein eindeutiger Clownshut. Und er hat halt auch nicht die typische Clownsnase. Ich meine, woher soll ich denn wissen, dass es ein Clown ist? Keine Frage Bullshit. mehr zu dieser Übung. Ich Glückwunsch, finde das das ist echt kritisch. Ich perfekt. finde sowas Sehen kritisch. wir uns deinen Punktestand an. Was haben wir sonst noch für Spiele? Nein, wir machen keine Jetzt, Pause. Meine bist du Güte. sicher? Ja. Redewendungen. Ja, machen wir die Redewendungen. Welche Die kenne Redewendung ich. passt zu dem Satz Ja, guck mal, Anfang? das ist einfach. Der Karren ist in den Dreck gefahren. Einfaches. Genau. Redewendungsart, Redeart. Der Groschen ist gefallen. Ne? Oder der Würfel. Wenn man es Vollkommen lateinisch korrekt. möchte. Oder die Würfel. Wobei Alea Jacta ist. Ne, Alea Jacta sunt. Oder? Alea? Ist Alea Singular oder Plural? Ach, weiß ich nicht mehr. Ihr steht das Glück ins Gesicht geschrieben. Applaus, Applaus. Und der Junge ist ein Traumtänzer, alles klar. Okay, ich war gerade voll irritiert, hä? Du hast es verstanden. Und das letzte ist, sie geht auf die Nerven.
Ah, sie geht ihm auf die Nerven. So, so ist richtig. So. Vollkommen korrekt. Sie geht auf die Nerven. Ja, klar. Das war die letzte Frage. Oh, das war flott. Da schauen wir uns doch noch die nächsten Spiele an. Hervorragende Arbeit. Ja, natürlich. Jetzt hast du dir die Zusatzpunkte aber redlich verdient. Die habe ich mir immer verdient. So, was haben wir denn los, noch für Spiele? Weiter. Was sind denn jetzt noch offen? Jetzt sind jetzt nur noch offen. Redewendung 2. Teekessel, oder? Das ist cool. Teekessel und eines gehört nicht dazu. Okay, machen wir alles. Welche noch. Welche Erklärung stimmt? Sie sagt ihm die Wahrheit ins Gesicht. Sie ist sehr offen und ehrlich zu ihm. Sie schaut ihn direkt an. Ja, sie ist sehr offen und ehrlich zu ihm. Genau. Ist ja das Sprichwort. Sagt das Sprichwort ja quasi schon aus. Hier kann man vom Boden essen. Ja, das heißt, dass man bei einer... Nein, das sage ich nicht. Das heißt, dass man natürlich vom Boden essen kann. Das heißt, dass der Boden sauber sein muss. Sehr gut. Du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du findest dich sehr klug. Es gibt eine Medizin, durch die man weise wird. Gibt es nicht. Gut. Oder? Ja, Interpretation, ne? Aber eigentlich nicht. Er geht die Wände hoch, heißt, er geht eine Wende. Dann wäre es ja kein Sprichwort. Er kann die Situation von Schmerz oder Wut kaum aushalten. Nee, wenn jemand die Wand hochgeht, dann hält das schon nicht mehr aus. Das ist nicht kurz vorm Aushalten, sondern dann ist er ausgerastet, wenn er die Wände hochgeht. Vollkommen korrekt. Da ist schon zu spät. Da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn man so sagen möchte. Sie hat die Hosen an. Das heißt, dass man Angela Merkel ist. Nein, eine Frau hat eine Hose an. Es geht um eine Frau, die alles bestimmt. Ah, so ähnlich. Gut. Vollkommen korrekt. Dies war die letzte Frage. Auch schon wieder fertig. Ja, komm. Schauen wir mal, ob wir die andere noch... Und noch ein paar Punkte mehr. In dieser Folge verabschieden also, können. An die nächste. Dann machen wir das Teekesselchen. Komm, Teekesselchen. Welches Wort wird durch das Bild und den Text beschrieben? Es ist ein kleines Tier, ist ein wichtiges Teil vom Computer, natürlich die Maus. Ja. Ich meine, das wird ja sogar gekannt. Guck mal, das ist ja sogar abgebildet. Welches Wort wird durch das Bild und den Text beschrieben? Die Noten. Ja, in der Schule sind sie meist gefordert. Die Note. Nee, die Noten. Ja, beides, okay. Ganz richtig. Nee, so wie das hier geschrieben ist, in der Schule sind sie meist gefürchtet, ist es die Noten. Die Note wäre falsch gewesen. Es ist ein Spielzeug zum Liebhaben. Eine Raupe wird dazu, bevor sie ein Schmetterling wird. Ach, die Puppe. Okay. Ich werde mal überlegen. Kokon? Nee, Kokon passt nicht. Na klar, das ist wie abgebildet, die Puppe. Er sorgt dafür, dass das Licht brennt und der Kühlschrank kühlt. Ja, das ist der Strom. Definition von Strom. Breiter, langer Fluss. Ich glaube, für Gewässer gibt es ja immer so eine genaue Konkretisierung. Man hat es an jedem Finger. Es gehört in die Werkzeugkiste. Das ist der Nagel. Man hat es also in der Regel an jedem Finger. Und sonst kommt es meistens auch sehr wild. Das sieht auch sehr komisch aus. Manchmal, wenn man keinen hat. Boah. Das war die letzte Frage. Will ich gar nicht drüber nachdenken. Gute Arbeit. Ja, natürlich. Toll. So, dann wollen wir hier vorwärts kommen, Madi. Ja, komm, beil dich, so. Die nächsten. Ein einziges Wort passt in alle Sätze. Welches? Ja, okay. Max zieht die Aufgabe schnell aus, trägt die Aufgabe schnell aus, stellt die Aufgabe schnell aus. Rechnet, Marie? Rechnet, ja, das muss rechnet sein. Klicke doch bitte ja, an. Ich hab doch gemacht. Okay, danke. Hervorragend. Ja. So. Er trägt die schlechte Note mit Fassung, sie trägt, das ist trägt.
trägt Tom, trägt die schwere Tasche, alles trägt. Sehr gut. Wow. Was haben wir noch? Marie zieht viele Fragen, das macht keinen Sinn. Rechnet viele Fragen, trägt viele Fragen, stellt viele Fragen. Springt so weit, dass er damit alle anderen Kinder in den Schatten stellt. Er stellt den Freund auf die Probe. Sehr gut. Natürlich. Sind immer sehr gut hier. Wenn die Fragen nicht bescheuert sind. So, das läuft mir gegen den Strich. Das Spiel läuft zu Ende. Das Radio läuft wieder. Nee, das muss geht. Das geht. Das geht mir gegen den Strich. Das Spiel geht zu Ende. Das Radio geht auch wieder. Jawohl. So ist das richtig. Ja, da wird mir auch direkt zugestimmt wieder von Adi. Und es läuft da. Die Träne läuft. Und dann gehe ich da rüber. Und deine Nase läuft. Weg. Ganz weit ganz weg. Ganz richtig. Das war die letzte Frage. Nur noch ein Spiel. Nur noch ein Spiel. Hervorragende natürlich. Arbeit. So. Jetzt hast du dir die Zusatzpunkte. Natürlich habe ich die mir verdient. Avanti. Ja, komm. Dann geh nicht so langsam. Eines gehört nicht dazu. Und das ist momentan das... Die letzte die Aufgabe. Die sind in einer bestimmten Art gebildet. Eines gehört nicht dazu. Blauhai, Flusskrebs, Seeadler. Das ist der Blauhai. Das ist alles, weil Blau kein Gewässer ist. Logisch. Sehr gut. So, Kakadu, Gorilla, Wal, Maikäfer, Krokodil. Es geht aber um die Bildung, ja? Also es geht nicht um das Wort selbst, sondern es geht darum, wie das Wort gebildet wird. Dann wäre es rein theoretisch der Maikäfer, weil es kein zusammengesetztes ist? Weil es ein zusammengesetztes ist? Nein, tut mir leid, das ist nicht richtig. Alle Wörter kannst du trennen, nur eines nicht. Hier eine zweite Chance. Versuch mal aufzuholen. Ja, wow. Wow. Naja. Hätte ja auch der Maikäfer halt genau deswegen sein können. Vollkommen korrekt. Weil er halt zusammengesetzt ist, der Maikäfer. Was haben wir denn hier? Das Stachelschwein natürlich, weil die anderen haben irgendwas mit Bäumen oder Wald zu tun. Volltreffer. So, was haben wir nun? Fischadler, Mäusebussard, Ameisenbär, Hühnerhabicht oder die Ringel. Die Ringelnatter, weil alle anderen haben noch einen anderen Fisch, haben noch ein anderes Tier im Namen. Ja. Sehr gut. Meistens auch das, was sie halt auch essen. So, und hier haben wir den Wanderfalke, die Stechfliege, den Waschbär, die Singdrossel, das Stinktier und der Laubfrosch. Das ist der Laubfrosch, weil alle anderen beginnen mit einem Verb. Ne, wandern, stechen, verwaschen, stinken. Einfach. Applaus, Applaus. Und damit haben wir die komplette Kategorie fertig. Das ist, glaube ich, die erste Kategorie, die wir komplett gemacht haben. Hervorragende Arbeit. Ja. Hier ist dein neuer Punktestand. Ja, 90. So, kommen wir noch das hätten wir geschafft. Kommen wir noch mit Erfolg. Der nächste bitte. Was? Für den Bonbon, dafür alles richtig war. Hey, wollen wir nicht... Wenn alles richtig ist, gibt es ein Bonbon. Aber nicht bei Adi, der ist gemein. Naja, dann haben wir Deutsch dritte Klasse jetzt erfolgreich gemeistert und können endlich in die vierte Klasse versetzt werden. Wo uns hoffentlich vielleicht sinnvollere Fragen erwarten. Da bin ich gespannt drauf. Jetzt ist es aber und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag, einen guten Morgen oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal, euer Enogard. Ciao.